Dankeschön. Ihr wart großartig. Das tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Hallo, Liam. Hey, Dad. Ich wusste gar nicht, dass du so einen fiesen rechten Haken drauf hast. Das war nur ein Warnschuss. Wie arbeitest du also? Ist mein Laden. Ich hab was aus meinem Leben gemacht, nachdem du mich verlassen hast. Hallo, Mama. Ach, hallo, meine Süße. Ich kenn dich. Du bist der Country-Sänger, den sich meine Mama anhört. Nicht wirklich mein Ding, muss ich sagen. Nichts für ungut. Schon okay. Billy. Wie alt bist du? Ich bin 7. Einige Wochen, nachdem wir hätten heiraten sollen, habe ich erfahren, dass ich schwanger war. Was geht da gerade bei dir ab? Sieht so aus, als hätte ich eine Tochter. Ich weiß, dass ich kein Recht habe, viel zu verlangen. Das ist mir klar. Das geht mir viel zu schnell. Gefällt dir der Bär? Er ist ziemlich groß. Billy Ann, was sind das denn was für Töne? Denn? Ja, ich wollte ihn treffen, aber ich habe nie gesagt, dass es ihm einfach macht. Das ist unsere Billy. Manchmal muss man auch mal loslassen und locker bleiben. Sie hat deine Augen. Und sie lacht wie du. Hirnfrost? Hirnfrost! Nein! Zwischen uns wird aber nichts passieren. Das habe ich auch nicht angenommen. Liam, du lässt dein Konzert platzen? Okay, das bedeutet, 20.000 Fans wundern sich, warum Liam... Hältst dich also für den richtigen Vater, nur weil du jetzt ein paar Wochen hier rumhängst. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich noch hier bin. Was ist nur passiert, Liam? Warum hast du meine Mama verlassen? Ich war jung, dann habe ich nicht mehr zurückgefunden. Aber jetzt hast du wieder zurückgefunden. Wo ist dein Auto? Steht da. Weißt du, wie gering die Chance ist, einen Unfall in einem Cabrio zu überleben? Sie ist gering, Liam. Unglaublich gering. Ich hol dich mit Dads Auto. Billy hat dir das Unfallrisiko von Cabrios erklärt, oh, ja? Ne?